Guten Morgen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre der GFT und meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung und wir freuen uns, dass Sie live an den Bildschirmen dabei sind. Dieses Jahr haben wir gleich zwei Gründe zu feiern: 35 Jahre GFT und das hervorragende Ergebnis von 2021. Herr Dietz hat eben schon seine persönliche Freude an der erfolgreichen Entwicklung der GFT ausgedrückt. 35 Jahre. 35 Jahre, in denen wir von einem Drei-Mann-Betrieb zu einem Unternehmen mit fast 10.000 Mitarbeitern gewachsen sind und damit wirklich global geworden sind. Natürlich hatten wir öfters auch mit Gegenwind zu kämpfen. Und diese herausfordernden Momente konnten wir allerdings stets agil nutzen und weitere Wachstumschancen ergreifen und unsere Technologiekompetenzen auszubauen. Und in all diesen Jahren haben wir eine Unternehmenskultur der Kundenorientierung und des Zusammenhalts etabliert. Aber auch wenn wir allen Grund zu feiern haben und stolz sind, so stehe ich doch heute vor Ihnen mit gemischten Gefühlen. Denn Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine. Und die russische Großoffensive trifft das gesamte Land. Und die Folgen sind weltweit spürbar. Derzeit sehen wir zwar keine bedenklichen Auswirkungen auf unsere Geschäftsentwicklung, dennoch beobachten auch wir die Lage intensiv. Für die Mehrheit der Flüchtlinge ist Polen das erste sichere Land, das sie erreichen. Und um vor Ort zu helfen, hat sich unser polnisches GFT-Team sofort motiviert und aktiviert. Es ist kaum möglich, alle GFT-Aktivitäten aufzuzählen, aber lassen Sie mich einige Beispiele herausgreifen. Am ersten Tag des Krieges lieferten unsere Kollegen 120 Thermoskannen mit heißen Getränken an die Grenze in Dorosch und bereiteten mehr als 300 Sandwiches für Flüchtlinge vor. Transporte wurden von der Grenze ins sichere polnische Gebiete organisiert. Medizinische Hilfe wurde angeboten und wir haben bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche aktiv unterstützt. Aber wir haben auch psychologische und rechtliche Hilfe organisiert. Und darüber hinaus unterstützen wir Spendenaktionen der Mitarbeitenden auch finanziell. Meine Damen und Herren, trotz des diesjährigen Krieges und der Corona-Pandemie, die auch leider noch immer anhält, haben wir im vergangenen Geschäftsjahr als GFTler weiterhin als ein Team agiert und gemeinsam herausragende Leistungen erbracht. 2021 war ein Rekordjahr für die GFT. Wir haben unsere Präsenz in wichtigen Märkten ausgebaut und sind hervorragend aufgestellt, um weiter vom Megatrend Digitalisierung zu profitieren und nachhaltig zu wachsen. Ich möchte mich daher im Namen des Verwaltungsrats sowie der geschäftsführenden Direktoren, aber sicherlich auch im Namen von Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren starken und erfolgreichen Einsatz ausdrücklich und sehr herzlich bedanken. Meine Damen und Herren, sprechen wir über GFT und unsere Transformation der vergangenen Jahre. Stellen Sie sich ein Mosaik vor. Es entsteht durch das Zusammenfügen von verschiedenen farbigen Teilen. Jedes Teil hat seine Berechtigung, aber nur als Gesamtwerk entfaltet ein Mosaik seine volle Pracht und Wirkung. Und unsere Transformation ist wie ein Mosaik. Stein um Stein haben wir Elemente hinzugefügt und sie zur Perfektion geformt. Wir haben unsere Expertise in den Märkten unserer Kunden ausgebaut. Wir haben Beratungs- und Entwicklungskompetenzen im Bereich der Zukunftstechnologien aufgebaut. Dazu gehören Cloud, künstliche Intelligenz, DLT, Blockchain, DevOps und Data Analytics. Und wir haben die Dynamik der globalen Transformation genutzt, um unseren Kunden Wege für innovative Banklösungen und industrielle Automatisierung aufzuzeigen. Und wir haben schlussendlich auch unsere Partnerschaften gestärkt und dadurch ein verlässliches Netzwerk aufgebaut.
GFT ist heute eine andere Firma. 90% unseres Geschäfts betreiben wir inzwischen außerhalb Deutschlands. Wir haben uns zu einem wahren globalen Unternehmen entwickelt, absolut international, mit weltweiten Kompetenz- und Entwicklungszentren. Und dass wir richtig positioniert sind, steht außer Zweifel. Unser Wachstum von 40% im ersten Quartal dieses Jahres ist atemberaubend. Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind wir allerdings derzeit mit unseren Prognosen vorsichtig, denn beides, Resilienz und Agilität, sind feste Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Wir sind dadurch in der Lage, schnell auf Marktschwankungen zu reagieren und sowohl mit attraktiven Angeboten wie auch mit operativer Exzellenz zu überzeugen. Ich möchte Ihnen drei Projekte vorstellen, welche beispielhaft für unseren Erfolg sind. Neobank. Neobanken sind Online-Direktbanken, die das Konzept traditioneller Banken angreifen. Sie verzichten vollständig auf Filialen, bedienen ihre Kunden über mobile Banklösungen und setzen dabei auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen. Und Asien setzt hierbei technologische Trends. Bin mir sicher, andere Märkte werden folgen. Und eines unserer Leuchtturmprojekte ist das für die weltweit größte islamische Bank Al-Rajhi in Malaysia. Und gemeinsam mit Oliver Wyman als Beratungspartner konnten wir Al-Rajhi dabei helfen, das Privatkundengeschäft neu zu erschließen. Al-Rajhi bietet jetzt neue Produkte wie beispielsweise persönliches Finanzmanagement, islamische Versicherungen und Lifestyle-Services an. Und bis heute haben wir bereits 6 solcher neuartiger Banklösungen für verschiedene Kunden umgesetzt. Und wenn ich mir unsere aktuelle Pipeline für digitales Banking ansehe, dann bin ich sicher, dass noch viele weitere Projekte dieser Art folgen werden. Und um unser Fachwissen und unsere Lieferkapazitäten hierfür zu verbessern, haben wir konsequenterweise auch 4 Kompetenzzentren für digitales Banking errichtet in Brasilien, Polen, Spanien und Vietnam. Künstliche Intelligenz in der Fertigung ist ein weiterer Bereich, mit dem wir mittlerweile viel Aufmerksamkeit erregen. KI-Lösungen haben das Potenzial, die Produktivität in der Fertigung erheblich zu steigern. Oft im Automobilbereich, aber auch bei Backwaren. Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Das nächste Beispiel dreht sich um gefüllte Törtchen. Letztes Jahr halfen wir einem amerikanischen Backwarenhersteller, die Qualitätskontrolle für eines seiner meistverkauften Produkte zu optimieren. Gefüllte Törtchen. Jeden Tag produziert dieses Unternehmen Tausende von gefüllten Törtchen. Und Sie können sich vorstellen, dass eine zuverlässige Qualitätskontrolle am laufenden Band für das menschliche Auge praktisch unmöglich ist. Und um diverse Qualitätskriterien zu überprüfen, haben wir mehrere künstliche Intelligenz-Algorithmen angewandt und trainiert und das mit Erfolg. Die Qualitätskontrolle hat sich mittlerweile enorm verbessert. Unsere Softwarelösung erkennt nicht nur Abweichungen in Größe und Form, sondern kann auch den Füllprozess überwachen. Und in Zukunft können wir sogar noch einen Schritt weitergehen. Wir können Wärmekameras und externe Sensoren nutzen, um den Abfüllprozess kontinuierlich zu optimieren. Kommen wir nun zum dritten und letzten Beispiel. Es geht um Nachhaltigkeit. Da machen wir uns gerade einen Namen mit Green Coding, ein Thema, bei dem wir tatsächlich Pionierarbeit leisten. Denn aus unserem Know-how und unserem Erfolg entsteht auch Verantwortung. Wir sind der Überzeugung, dass Technologie einen Beitrag zu relevanten gesellschaftlichen Themen leisten muss. Und deswegen haben wir unsere Green Coding-Initiative ins Leben gerufen. Ziel ist es, nicht mehr und nicht weniger als Software energiesparend zu programmieren. Wir wollen damit Unternehmen bei der Einhaltung ihrer Klimaziele unterstützen.
Software kann und muss einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und ich kann Ihnen verraten, das Interesse auf Kundenseite ist wirklich enorm. Denn durch den geringeren Stromverbrauch werden die Emissionen verringert. Aber Green Coding senkt auch langfristig die Kosten. Und damit ist der Ansatz für alle doppelt attraktiv. Effizienz und Nachhaltigkeit passen zueinander. Auch wir als GFT wollen bis 2025 klimaneutral sein. Daher motivieren wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an unseren Green Coding Schulungen teilnehmen. Und bis heute haben bereits über 1000 Talente die Schulungen erfolgreich absolviert. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun einen Blick auf die konkrete Geschäftsentwicklung des Jahres 2021 werfen. Unsere Diversifikation haben wir in 2021 konsequent fortgeführt, mit Wachstum in allen Branchen. Allein mit Cloud-Projekten erwirtschafteten wir 2021 einen Umsatz von knapp 100 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 48% und zeigt die enorme Dynamik dieser Wachstumstechnologie. Im Versicherungsbereich wuchs der Umsatz um 52%. Auch das lag am deutlich erhöhten Bedarf an unseren Digitalisierungslösungen, um Effizienz und Sicherheit auf Kundenseite zu verbessern. Aber es lag auch an der anhaltenden Nachfrage nach Guidewire-Lösungen, vor allem in Nordamerika. Und der Umsatz mit Industriekunden stieg um 27%. Wir konnten vor allem mittelständische Unternehmen aus der Automobil- und Fertigungsindustrie überzeugen. Nun, Sie fragen sich vielleicht, was kam bei Kunden besonders gut an? Nun, das sind unsere Lösungen für die digitale Qualitätskontrolle, aber auch zur autonomen Steuerung von Produktionsprozessen in Echtzeit. Und im Bankensektor steigerten wir den Umsatz um 23%. Hier bin ich besonders stolz auf den Ausbau unserer Position im innovativen asiatischen Bankenmarkt, denn mit unseren Lösungen für reine Digitalbanken, Neobanken, konnten wir neue Kundensegmente erschließen. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den wichtigsten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021. Die Highlights wurden ja bereits in dem Video gezeigt, das vor meiner Rede eingespielt wurde. Zusammenfassend kann man sagen, der Konzernumsatz betrug 566 Millionen Euro und lag damit 27% über 2020. Das Ergebnis vor Steuern, das EBT, belief sich auf 40 Millionen Euro und stieg damit gegen dem Vorjahr sogar um 184%. Und die Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 bestätigt unser Geschäftsmodell und unsere Strategie. Wir konnten überproportional vom weltweiten Trend zur Digitalisierung profitieren. Und eines steht fest, ich wiederhole es gern nochmal, das sind die besten Umsatz- und Ergebniskennzahlen unserer Unternehmensgeschichte. Und meine Damen und Herren, diese positive Entwicklung hat sich im ersten Quartal 2022 weiter beschleunigt. Die Umsatzsteigerung von 40% gegenüber dem Vorjahresquartal ergab nun einen Umsatz von rund 173 Millionen Euro. Unsere Diversifizierungsstrategie hat sich hierbei als wichtiger Treiber unseres Wachstums erwiesen. Der Sektor Versicherungen ist mit fast 70% am stärksten gewachsen. Im Sektor Industrie und Sonstiges wuchsen die Umsätze um rund 60%. Und im Sektor Banking, unserem Kerngeschäft, lagen die Umsätze um rund 30% höher. Und konsequenterweise stieg auch unser Gewinn vor Steuern. Das EBT stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 91% auf 13,4 Millionen Euro. Und wir sind natürlich auch personell gewachsen und nähern uns nun mit großen Schritten der Marke von 10.000 Talenten. Der Fachkräftemangel ist real und daher werden wir mit großem Engagement
weiter daran arbeiten, unsere Talente individuell zu fördern und langfristig zu binden. Und aufgrund des hohen Auftragseingangs zu Ende des ersten Quartals gehen wir davon aus, dass sich diese sehr positive Geschäftsentwicklung auch im weiteren Verlauf des Jahres 2022 fortsetzen wird. Deshalb haben wir unsere Umsatzprognose für 2022 erneut angehoben. Wir erwarten nun ein Umsatzwachstum von 27% auf rund 720 Millionen Euro und ein Anstieg des EBT-Gewinn vor Steuern um 45% auf rund 58 Millionen Euro. Und Sie sehen, alle Zeichen stehen bei der GFT weiterhin auf Wachstum. Und für uns war und ist der Aufstieg in den SDAX eine großartige Auszeichnung. Es unterstreicht unsere Relevanz am Markt und bestätigt, dass unser Wachstum honoriert wird. Unsere Wahrnehmung und Präsenz auf den internationalen Kapitalmärkten haben sich dadurch deutlich verstärkt und dadurch sind wir auch für einen breiteren Investorenkreis attraktiv geworden. Auf Jahressicht 2021 erzielte die GFT-Aktie einen Wertzuwachs von 287% und zählte zu den Gewinnern im Bereich Nebenwerte. Und ich möchte Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen danken. Und mit unserem Vorschlag, die Dividende auf 35 Cent zu erhöhen, haben damit auch Sie am Erfolg des Unternehmens teil. Meine Damen und Herren, die Zahlen sprechen für sich. Unsere Kunden bestätigen unser Angebot. Für sie sind wir ein bevorzugter Partner, wenn es um die Umsetzung komplexer Projekte geht. Sie fragen sich jetzt vielleicht, kann es denn so weitergehen? Was macht die GFT auch in Zukunft erfolgreich? Und wie wollen wir weiterhin dem Wettbewerb standhalten? Uns ist bewusst, dass auch andere IT-Unternehmen die Dienstleistungen anbieten können, die wir anbieten. Auch sie können die Fähigkeiten aufbauen, die wir haben. Es mag viel Zeit und Geld kosten, aber es ist möglich. Deshalb bedarf es auch einer speziellen Mischung, wie bei unserem Mosaikbeispiel und auch eines ganz besonderen Mosaiksteins. Und ich verrate Ihnen gleich welches. Zunächst sind jedoch Top-Fähigkeiten unabdingbar. Und genau damit überzeugen wir unsere Kunden. Und welche das sind, welche Top-Fähigkeiten, das definiert unsere Strategie. Mit dieser legen wir fest, welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen wir benötigen, um unser Angebot auszubauen. Und diese Strategie definiert auch, welche Partnerschaften wir eingehen, welche Märkte wir erschließen, um den Megatrend digitale Transformation zu nutzen. Aber es gibt eben noch einen anderen Aspekt, dieser besondere Mosaikstein. Wie wir mit Trends und Marktentwicklungen umgehen, zeigt sich nämlich in unserer GFT-Managementkultur. Sie bestimmt unsere Resilienz, unsere Anpassungsfähigkeit und unsere Handlungsgeschwindigkeit. Und für mich ist unsere Unternehmenskultur das Merkmal, das uns vom Wettbewerb unterscheidet. Und wir beschreiben dies gerne in einem Satz. Im Englischen lautet er big enough to deliver, small enough to care. Und auf Deutsch groß genug, um zu liefern und klein genug, um sich zu kümmern. Und diese Unternehmenskultur wird durch die Persönlichkeiten unserer weltweiten Führungskräfte bestimmt. Sie gehen mit gutem Beispiel voran und bewahren unsere Kultur. Meine Damen und Herren, die digitale Transformation dominiert die IT-Ausgaben in allen Branchen. Studien zufolge werden im Jahre 2025 die weltweiten Ausgaben für die digitale Transformation mehr als doppelt so hoch sein wie im Jahr 2020. Und konkret bedeutet das, dass das Cloud-Geschäft über alle Branchen hinweg dynamisch wachsen wird. IT-Budgets für Bankinnovationen werden weltweit steigen und die industrielle Automatisierung wird fortschreiten. Wir sind davon überzeugt, dass der Höhepunkt dieser Transformationswelle noch lange nicht erreicht ist.
Es bleibt daher unser Ziel, deutlich stärker als der Markt zu wachsen und Jahr für Jahr unsere Profitabilität zu erhöhen. Wie stellen wir uns auf? Und wir wollen die hohe Nachfrage auch hochwertig bedienen. Dazu investieren wir in den Ausbau unseres Technologie-Know-hows, in unser Lösungsangebot und in die Gewinnung von Talenten. Und wir werden unseren Weg der Diversifizierung und gleichzeitigen Fokussierung auf margenstarke Digitalisierungslösungen konsequent fortsetzen. Wachstumsimpulse sehen wir vor allem aus Digitalisierungsprojekten im Banken- und Versicherungsumfeld in Großbritannien, Nordamerika und Asien. Und Sie wissen, wir wollen auch unser Geschäft mit Industriekunden ausbauen. Und hier fokussieren wir uns insbesondere auf in Deutschland entwickelte Lösungen wie Weblett und Sphinx Open. Und wir planen auch unseren Erfolg in Amerika mit Lösungen für die digitale Qualitätsprüfung auf weitere Länder auszuweiten. Global erwarten wir eine hohe Nachfrage in den Bereichen Cloud, künstliche Intelligenz sowie DLT Blockchain. Und daher werden wir auch weiterhin in unsere strategischen Partnerschaften investieren und diese stärken. Und ich habe daher keine Zweifel, dass wir bestens aufgestellt sind. Mit vollem Elan werden wir die Chancen der digitalen Transformation auch in Zukunft nutzen und weiter nachhaltig wachsen. Und unsere Kunden setzen auf GFT und Sie als Aktionärinnen und Aktionäre profitieren davon. Damit hoffen wir, unsere Relevanz für Ihr Investmentportfolio erneut bewiesen zu haben. Meine Damen und Herren, wie heißt es so schön, der Himmel kennt keine Grenzen. Ein langer, freier Blick Richtung Horizont, viel Raum, um Unglaubliches zu tun. Und jeder Sonnenaufgang ist ein neues Kapitel, das darauf wartet, geschrieben zu werden. Daher würde ich gerne abschließend zusammenfassen, was ich mir für GFT und unsere gemeinsame Zukunft wünsche. Kunden weltweit, die vor einer digitalen, komplexen Transformation stehen, wenden sich routinemäßig an GFT, weil wir diejenigen sind, die man vertraut. Plattformpartner, Big Tech oder Startups, die einen Partner brauchen, um ihr Wachstum zu beschleunigen, ziehen zuerst GFT in Betracht. Und IT-Fachkräfte sehen uns weltweit als ihren Wunscharbeitgeber der ersten Wahl. All dies ermöglicht es uns, die Wahl zu haben, mit wem wir zusammenarbeiten. Und zumindest wünsche ich mir das. Und warum glaube ich, dass wir das schaffen können? 4 Antworten. Erstens, weil Resilienz und Agilität tief in unserer Unternehmenskultur verankert sind. Zweitens, weil wir fundiertes Wissen über ausgereifte Technologien mit neuen Technologien und dem tiefen Verständnis der Kundenanforderungen kombinieren. Drittens, weil wir unsere Talente fördern und binden. Und viertens, weil wir die digitale Transformation Seite an Seite mit unseren Kunden und Partnern vorantreiben. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, nochmals und ausdrücklich vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere Strategie. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen das nächste Kapitel unserer Erfolgsgeschichte zu schreiben.